Jungs versus Mädchen. Thema Singen. Wenn die Mädchen singen. La 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 la. Ja, das klang doch super. Dafür kriegst du eine 1. Wenn die Jungs singen. Oh mein Gott, meine Ohren. Du bekommst eine 1, wenn du niemals wieder anfängst zu singen, okay? Wuhu! Nein! Ihr seid alle schlecht! Ich zeig euch, wie das richtig geht! Thema, wenn eine Wespe kommt. Ach ja, was für ein super Tag, draußen im Freien zu picknicken. Ja, das Wetter ist perfekt. Ich habe sogar einen schönen Kuchen gebacken. Gebacken? Hä, hast du den nicht gekauft? Du bist so unsensibel. Jo, verpisst euch. Das ist jetzt mein Picknick. Oder wollt ihr gestochen werden? Wollt ihr das, hä? Wollt ihr das? Wie die Jungs reagieren. Ach, oh Gott, nein, eine Wespe. Lauf! Wie die Mädchen reagieren. Kimari, ganz ruhig. Man darf sich nicht bewegen oder ruckartige Bewegungen machen. Dann geht sie ganz von alleine weg und fühlt sich nicht bedroht. Willst du Stress, hä? Willst du? Ja, genau. Beweg dich nicht, Alter. Sonst kriegst du einen Stech ab, Alter. Ja, genau. Das ist mein Kuchen. Sag mal, ist das so? Ist das, der ist doch gekauft. Walla, der schmeckt nicht. Yo, Wespe! Du willst, dass ich dich steche, Alter? Die Zeit für meine Rache ist gekommen. Bin ich auf der Autobahn? Denkst du wirklich, ich habe Angst vor einem Auto, oder was? Thema, einen Computervirus löschen. Wie die Mädchen ein Computervirus löschen. Oh, verdammt, mein Computer hat einen Computervirus. Ich weiß aber ganz genau, was ich machen muss. Ich habe neulich im Internet was gelesen. Ein paar Sekunden später. Im Internet stand nämlich, dass man die so schnell wie möglich löschen sollte. Wie die Jungs ein Computervirus löschen. Oh, verdammt, mein Computer hat ein Computervirus. Aber ich kenne einen Trick, um jeden Computervirus loszuwerden. Ein paar Sekunden später. Und zwar mit TNT. Hey, was machst du hier auf dem Schulgelände und was ist das hier alles und was ist das für ein Schalter? Nein, aktivieren Sie denn noch nicht! Thema Bilder malen. Wenn die Mädchen Bilder malen. Ach, Frau Lehrerin, ich kann überhaupt nicht malen. Mama, man ist in der Schule, um etwas zu lernen und nicht um etwas zu können. Außerdem sieht dein Bild auch mega schön aus. Wenn die Jungs Bilder malen. Ach, Frau Lehrerin, ich kann überhaupt nicht malen. Ach, mach dir mal keine Sorgen. In der Schule ist man da, um was zu lernen und nicht um etwas zu können. Ist das einer von diesen Horrorclowns, von dem ich gehört habe? Eigentlich habe ich sie gemalt. Oh, ja, wenn das so ist, dann bekommst du eine Anzeige und einen Verweis. Na, verdammt, nicht schon wieder. Thema Märchengeschichten. Wie die Mädchen in Märchengeschichten sind. Meine Eltern haben mich losgeschickt, um meine Großmutter zu besuchen, die ganz alleine in einer Hütte im Wald wohnt. Der einzige Weg führt durch diesen dunklen, gefährlich aussehenden Wald. Naja gut, Augen zu und durch. 20 Minuten später. So, da bin ich jetzt angekommen. Hallo Großmütterchen, warum hast du denn so große Augen? Das Rotkäppchen, geh raus aus dem Bad, ich bin gerade am Kacken. Wie die Jungs in Märchengeschichten sind. Haha, ich, der heldenhafte Prinz, werde jetzt die wunderschöne Prinzessin aus dem verfluchten Schloss befreien. Und dann werden wir heiraten, wuhu! 20 Minuten später. Lass mich in Ruhe, geh weg! Ey, bleib stehen! Ich will dir noch den Kuss als Dank für meine Rettung geben! Komm her! Thema, wenn der Name falsch ausgesprochen wird. Wie die Mädchen reagieren. Also mein Name ist Marie und manche Leute nennen mich Mary, obwohl ich Marie mit I ebene, nicht mit Y. Das regt mich immer total auf. Wie die Jungs reagieren. Mein Name ist Tim, eigentlich ein einfacher Name. Vorne ein T, hinten ein K. Aber trotzdem nennen die Leute mich Vollidiot. Thema, sich verlaufen. Wenn die Mädchen sich verlaufen. Oh, verdammt, ich habe mich verlaufen. Ich sollte jemanden nach dem Weg fragen. Hallo? Sie da hinten? Könnten Sie mir helfen? Jo, freilich, was ist denn los? Also, ich habe mich verlaufen. Könnten Sie mir vielleicht den Weg zum Bahnhof zeigen? Zum Bahnhof? Oh ja, gerne. Ich kenne sogar eine Abkürzung. Oh, das ist lieb von Ihnen. Danke! Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Wenn die Jungs sich verlaufen. Verdammt, ich habe mich verlaufen. Ach, egal. Meine Urinstinkte werden mich schon zum Ziel bringen. 6,5 Stunden später. Sag mir, warum hast du uns verraten? Du weißt doch ganz genau, was mit Leuten passiert, die die Mafia verraten. Bruder, ich schwöre, ich bin unschuldig, Alter. Ich würde niemals verraten, die Familie, verstehst du? Entschuldigen Sie? Bin ich hier beim Bahnhof? Thema, Online-Freunde treffen. Wie die Mädchen reagieren. Ich bin so aufgeregt. Heute werde ich zum ersten Mal meine beste Freundin aus dem Internet treffen. Ist sie das da hinten? Hey, Clara, hier drüben. Hallo. Hey, Marie, ich bin's, die Clara. Du hast völlig schön Augäpfel. Wie die Jungs reagieren. Lalalalalala. Ich bin mega hyped, ey. Heute treffe ich zum ersten Mal meinen Squad aus dem Internet. Ich glaube sogar... Ich glaube, da hinten stehen sie, oder?
Hey Leute, hey, wie war der Weg bis hierhin? Habt ihr es gut hingekommen? Thema: alte Bekannte treffen. Wie die Mädchen reagieren. Warte mal, Lisa, bist du das? Warte mal, sehe ich das richtig? Bist du's, Marie? Ja, ich bin's. Ey, wie lange ist es her? So 7 Jahre, dass wir das letzte Mal gesehen haben? Ja, müsst ihr hinkommen. Ey, du bist voll hübsch geworden. Danke, du auch. Aber das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, bist du doch von der Schule geflogen, weil du den Lehrer mit Bowlingkugeln abgeworfen hast, oder? Ja, der hat ziemlich doof geguckt, ne? Ja, das war lustig. Wie die Jungs reagieren. Yo, Tim, ich hab dir das ganze Wochenende nicht gesehen. Wie geht's dir so? Wer bist du und woher kennst du meinen Namen? Thema: wenn die Tür komische Geräusche macht. Was die Mädchen machen würden. Was war das gerade? Oh mein Gott, die Tür macht komische Geräusche. Ich sollte das jemand reparieren lassen. Eine Ewigkeit später. So, jetzt sollte alles wieder gehen. Gut, dass sie mich gerufen haben. Sowas kann sehr gefährlich sein. Wenn man die Sache falsch repariert, kann das ganz böse enden. Oh, ach wirklich? Trotzdem danke. Was die Jungs machen würden. Was war das denn? War das die Tür? Okay, das ist ein komisches Geräusch. Ich könnte jemanden kommen lassen, der es repariert, aber ich kann das auch selber hinkriegen. Ist bestimmt einfach. Eine Ewigkeit später. So, fertig. So schwer war das gar nicht. Mal etwas Apfelsaft drüber und es funktioniert wieder. Mal testen. Ja, kein Störgeräusch mehr. Hm? Wer könnte das denn sein? Domada! Thema: wenn man unsichtbar wäre, was die Mädchen machen würden. Oh mein Gott, unsichtbar sein ist so toll. Man kann sich einfach unsichtbar bei Flugzeugen oder Zügen reinschleichen und man muss so nichts bezahlen fürs Reisen. Achtung, ich habe schlechte Nachrichten. Unsere Triebwerke sind leider ausgefallen und wir stürzen ab. Ach warte, ich sehe gerade, wir haben hier keine Fahrgäste. Da kann ich ja einfach mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Ciao! Ich hätte besser den Zug nehmen sollen. Was die Jungs machen würden. Ey, wenn man unsichtbar ist, kann man ja eigentlich so tun, als ob man ein Geist wäre, oder? Ey, das ist der perfekte Streich. Irgendwann später. Ich bin ein Geist. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Hä? Was? Wer ist da? Hä? Ich weiß, was du getan hast. Ich bin hier, um dich zu holen. Ah, verdammt, die Kommunisten haben mich gefunden. Was? Ich werde nicht kampflos untergehen. Wo warten Sie? Das war nur ein Streich. Packen Sie die blöde Kommunisten. Thema: wenn ein Stück Pizza übrig bleibt, wie die Mädchen reagieren. Hey, ist es noch ein Stück Pizza übrig? Willst du es haben? Nein, nein, nimm du ruhig. Ach was, nimm du das letzte Stück? Ich hab nichts dagegen. Nein, nein, du bist so nett, du hast es dir verdient. Stimmt, du hast recht, danke. Hey, ich will aber das letzte Stück. Wie die Jungs reagieren. Hey, ist es nur noch ein Stück von der Pizza übrig? Wenn es so ist, dann muss es ich wohl essen. Aber... was erhebst du denn noch Anspruch auf mein Pizzastück? Ich hab die Pizza bezahlt. Ja, da hast du jetzt Pech gehabt. Die Pizza gehört jetzt mir. Die schmeckt ja gar nicht, wenn sie kalt ist. Du kannst die von mir aus haben. Ich hasse dich. Auf die Moral von der Geschichte! Äpfel essen Pizzen nicht! Thema: kochen. Wenn die Mädchen kochen. Oh Mann, heute koche ich was richtig Leckeres. Und zwar Einhornschnitzel mit Regenbogensoße. Mal sehen, habe ich alle Zutaten? Ich brauche Eier, Milch, Kühlmittel, Farbe, ein Menschenbein, am besten ein linkes und Kaffeebohnen. Oh, verdammt, mir fehlt die Milch. Jetzt muss ich nochmal einkaufen gehen. So ein Mist. Wenn die Jungs kochen. So, heute probiere ich das neue Apfelsupprezept aus dem Internet aus. Die Zutaten, die man braucht, sind etwas Wasser, 3 kleine Äpfel und eine Autobatterie. Perfekt, ich habe alles. Ein paar Sekunden später. Das ist die Rache für meine Kinder! Thema: eine Bank überfallen. Wenn die Jungs eine Bank überfallen. Okay, ich bekomme das safe hin. Ich habe das 100-mal geübt. Ich muss einfach nur sagen, das hier ist ein bewaffneter Banküberfall. Gebt mir all euer Geld und es wird euch nichts passieren. Und das war die Geschichte, wie ich einen Bitcoin aus der Nase gezogen habe. Ich werde für diesen Job nicht genug bezahlt. Das ist ein überwaffelter Bank. Gebt mir all euer Überfall. Verdammt! Wenn die Mädchen eine Bank überfallen. Ich glaube, ich will ein Bankkonto eröffnen. Und ein Eis. Alle mal hergehört. Das hier ist ein Banküberfall. Also tut, was ich sage, dann wird doch niemand von euch. Jo, Entschuldigung, da steht was auf deinem Schuh. Hä, was soll denn da stehen? Da stand drauf, dass du dich nicht vordrängen sollst. Verdammt nochmal! Thema: wenn die Sonne scheint. So Leute, dieses Wochenende scheint die Sonne richtig stark, also vergesst eure Sonnencreme nicht, okay? Gut, dann gehe ich eben mal Sonnencreme trinken. Das soll auch gut für die Haut sein. Sollte das nicht trinken? Ich brauche doch keine Sonnencreme. Ich weiche einfach den Sonnenstrahlen aus. Bin ich eigentlich nur von Idioten umgeben? Wie die Mädchen reagieren. Also die Sonne ist heute echt heiß. Gut, dass ich meine Sonnencreme getrunken habe. Du hast Sonnencreme getrunken? Wie die Jungs reagieren. Ah!
Thema, sich um Kinder kümmern. Wenn die Mädchen sich um Kinder kümmern. Na, oh, du bist so süß. Ich werde mich für immer um dich kümmern, vor allen Gefahren schützen. Mama. Wenn die Jungs sich um Kinder kümmern. Denk dran, ich werde für immer für dich da sein. Egal, was kommt. Also lass uns das jetzt gewinnen, okay? Okay, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Okay, es geht los in 3, 2, 1, los! Boah, die sind ja voll schnell, ey. Oh nein, das sind die Cops. Lauf! Bleibt sofort stehen, das ist ein illegales Babyrennen.